TVO Weihnachtsfieber. Ja, heute ist endlich der grosse Tag und bald schon dürfen wir Päckchen auspacken. Unserem letzten Gast, da steckt richtig viel Ostschweiz drin. Wer bis heute Abend immer noch ein Geschenk braucht, der wäre zum Beispiel mit dem Erstlingswerk aufpassen, nicht anpassen, recht gut bedient. Um was geht es denn da drin? Es geht um das Erlebnis aus der Selbsthilfegruppe für anonyme Ostschweizer. Also die sind da jetzt in dem Fall zu Bern stationiert und müssen sich irgendwie durchschlagen. Ich habe da vorher schnell durchgeblättert und da hat es 10 Sachen, die man nicht machen sollte. Erzähl uns da mal eins oder zwei. Also mal 10 Sachen, die du machen sollst. Also sind sozusagen wie die 10 Gebote, oder? Als Ostschweizer, um dort draussen zu überleben. Also Gebot 4, du sollst nie Dolmabrot mit Senf essen. Wenn du es doch machst, wirst du direkt in einen Berner verwandelt oder noch schlimmer in einen Zürcher. Also, ja. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht in den Zürcher verwandelt werden. Anonym musst du sicher nicht Weihnachten feiern. Was sind deine 10 Gebote für heute Abend? Nicht viel. Also ich habe, das Einzige, was ich immer dem brauche, ist, es ist wirklich in der Familie. Also es ist so wie, gerade jetzt, also ich glaube, es geht allen so, aber mir geht es auch mehr so, weil ich viel unterwegs bin, bin ich auch wenig, nicht so oft daheim. Und darum ist es, das ist so der Abend, wo wirklich ich mit meinen Eltern, mit meinem Bruder zusammenkomme und einen Abend verbringe, wie früher noch. So. Bei uns daheim muss es jede Weihnacht ein Lachsbrötchen geben. Gibt es bei euch auch irgendeine Tradition, die ihr jedes Jahr aufrechterhält? Lachsbrötchen sind es nicht. Aber nein, eigentlich nicht. Es muss einfach irgendetwas richtig gut sein. Also ich habe immer das Gefühl, es muss auch irgendetwas mit Fleisch sein, habe ich immer so das Gefühl. Also es darf nicht irgendwie so, hey, Weihnachten, es gibt ein Gemüsereis oder so. Also, ein Gemüsereis, ja. So gut. Das wäre so, wär ein bisschen enttäuschend, also so, ja, irgendein geiler Braten. Ich habe so viel Fleisch im Kopf, wenn ich an Weihnachten denke, ehrlich gesagt. Jetzt nochmal ganz schnell zurück zu deinem Buch. Du bist in Bern daheim gewesen, darum hast du auch das Buch geschrieben. Was hat dich am allermeisten genervt, wenn man dir immer gesagt hat, als Ostschweizer? Ja, einfach zum Beispiel, wenn du sagst, grüezi miteinander, kommt so, hey, ob es einen wir mit dem Ballen. Und es ist nicht der Spruch, der mich nervt oder so, sondern mehr so, man muss als St. Galler tatsächlich die ersten 10 bis 15 Minuten in einem Gespräch aufwenden auf die eigene Herkunft. Und das ist einfach extrem langweilig für alle, habe ich das Gefühl. Da stimme ich völlig mit dir überein und ich würde sagen, langweilig wird es heute sicher nicht, weil heute Abend feiern wir Weihnachten und zwar Ostschweizer Weihnachten. Danke vielmals, dass du da warst. Merci vielmals. So, jetzt sitzt auch noch das letzte Weihnachtspäckchen. Wir zeigen Ihnen nochmal die schönsten Momente vom TVO Weihnachtsfieber. Ja, und nicht vergessen. Aha! Tralala! Warte mal! Warum ich noch zu sagen, aber ich habe sehr. All I want for Christmas is me, Papa. Tendenziell leider nicht Gott, aber es ist schade. Was wünschst denn du dir zu Weihnachten? Dir vergessen. Merci vielmals, schöne Weihnachten. Nach diesen schönen Bildern wünschen wir Ihnen einen besinnlichen Abend und wunderschöne Festtage. Ich hoffe, dass... Ups, und gerade nochmal eins. Ich hoffe, dass Ihnen daheim Päckchen genauso um die Ohren fliegen wie mir. Danke vielmals und auf Wiedersehen.